मुझे एक साधारण लक्ष्य दिया था। शंग्रीला को ढूंढो और किरत लौटाओ। लेकिन जिज्ञासा ने मुझे एक अज्ञात राक्षसा का शिकार करने के लिए प्रोत्साहित किया जो पूरे शंग्रीला पर राज कर रहा था। मैं अपने रास्ते और शंग्रीला के भविष्य को आपस में जुड़ा हुआ महसूस कर सकता था। Ladies and Gentlemen, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Far Cry 4 mit mir, dem Pete. Vielen lieben Dank fürs Einschalten. Ich weiß nicht, was in letzter Zeit los ist. Ich weiß es wirklich nicht. Die ersten 6 Minuten von der Aufnahme gerade wurden irgendwie wieder verschluckt. Ich verstehe es einfach nicht. Ich hoffe, diesmal funktioniert jetzt alles. Was hab ich gemacht? Ich bin zum nächsten Tanga gelaufen, ne? Um mich nach Shangri-La zu porten. Das ist passiert. Mehr ist nicht passiert. Also viel fehlt nicht, von daher. Wir sind jetzt wieder in dieser verrückten Welt. Auch wenn ich den ersten Ausflug hierhin gar nicht mal so krass geil fand, lässt unsere Hauptmissionsauswahl gerade ein bisschen zu wünschen übrig. Kann ich jetzt hier, glaube ich, gar nicht aufrufen. Nee, kann ich hier nicht. Dann habe ich mir gedacht, ich will den Wandteppich trotzdem haben. Ich will den komplett haben. Okay, das sieht echt ein bisschen strange aus, wenn der Wasserfall nach oben fließt. Das ist, okay. Also optisch beeindruckend ist diese Welt, ja. Oh, guck mal, hinter mir geht alles wieder auseinander. Cool. Da vorne ist mein Teaser-Freund. Das freut mich. Den hätte ich gerne auch im normalen Kyrat. Na, Buddy. Wie sieht's aus? Wollen wir mal wieder ein paar komische Maskenmörder killen? Oder was meinst du? Hier tropft es auch nach oben. Das ist mega strange. Mega strange. Oh, jetzt klingelt es hier gerade im Hintergrund. Da habe ich jetzt natürlich gerade gar keine Zeit für. Nähere dich dem Sucher. Okay. Shangri-La, der Bogen. Halte rechte Maustaste und linke Maustaste, um die Zeit zu verlangsamen. Die Zeit wird verlangsamt, bis die Anzeige leer ist. Die Anzeige füllt sich automatisch, wenn sie nicht benutzt wird. Okay. Das muss ich jetzt aber mal eben ausprobieren. Also, rechte Maustaste verlangsamt die Zeit nicht, richtig? Nee. Wenn ich jetzt linke Maustaste aufdrücke, dann wird die Zeit in der Tat okay, verstehe. Also beim Spannen ist die Zeit verlangsamt. Ach, sehr witzig. Letztes Mal haben sich doch einige Zuschauer in den Kommentaren darüber aufgeregt, dass ich in Shangri-La halt... Oh, nein, jetzt muss ich übertreiben. Dass ich in Shangri-La zu wenig Ketten-Takedowns mache. Und jetzt geben die mir noch tatsächlich Bogen zur Hand. Da kann ich ja immer noch keine Ketten-Takedowns machen. Wir haben... Von wo wurde ich denn? Oh mein Gott. Die haben eine sehr gute Sichtweite. Shit. Hä, wie sieht denn der mich? Kill den mal bitte kurz. Fuck, der ist schnell. Fuck! Hä, wieso habe ich denn schon so viel Schaden gekriegt? Wie ist denn das passiert? Okay, ich kann die auch takedown, wenn ich denen zu nahe komme. Aber ich kann die natürlich auch einfach killen. Natürlich auch. Aus der Entfernung. Wieso gibt es so ein geiles Feature nicht auch in Kyrat? Ja, irgendwie müssen die ja... So, das heißt, wenn wir aufeinander zugreifen, kann ich das takedown. Cool, das habe ich letztes Mal gar nicht gecheckt. Jetzt verstehe ich auch, warum ihr gesagt habt, das ist voll das Takeout-Vergnügen hier in Shangri-La. Das ergibt alles gerade mega Sinn.
Oh Gott, die schießen ja auf mich. Boah, hab ich geil den Pfeil ausgewichen. Bullet Time hier. Max Payne Style. Autsch. Okay, das war nicht so gut ausgewichen. Schon gegen Meister. Aber das war gut getroffen. Lol. Okay, ich ziehe meine Aussage zurück. Gut getroffen war da gar nichts. Der lebt nämlich noch. Na komm. Na komm, Bitch. Und lebst du immer noch? Das ist aber gut hier, ey. Jetzt kann ich mich ja gar nicht vernünftig umsehen. Erstmal will ich weiter Pfeile hier behalten. Kämpfst du? Ach, du machst das schon, T-Shirt Boy. Und heilen muss ich mich auch noch. Finde ich cool, dass die hier einen auch einen Bogen geben. Ich meine, das war letztes Mal zwar auch nicht verkehrt. Nur mit Nahkampf, aber naja, bei so einem Pussy wie mir, dann kommt natürlich schon direkt so, dann lasse ich halt nur meinen Tiger kämpfen. Weil ich halt nicht gecheckt habe. Weil in dem normalen Spiel, also im normalen Kürat, wenn da ein Gegner dich gesehen hat und auf dich zurennt, dann kannst du den halt nicht so einfach takedown. Dann macht er einfach nur den hier. Kein One-Hit-Takedown. Okay, ich hätte mich wahrscheinlich hier auch irgendwo dran vorbeischleichen können oder so, aber wen interessiert schon dran vorbeischleichen? Ich will all diese komischen blauen Wichser killen. So, Teacher Boy, komm mit. Wo zum Teufel? Also, ich weiß, dass wir in Shangri-La sind, ja, aber es sieht so krass anders aus als letztes Mal. Ich meine, so eine komische Höhle voller. Was soll das sein? Waben oder was? Keine Ahnung. Hier läuft das Wasser wenigstens richtig rum, oder? Es folgt dem Gesetz der Physik. Sehr gut. Affen? Liebe Affen oder böse Affen? Ich glaube, Affen, die nichts machen. Holy shit, dieses Spiel ist manchmal doch echt crazy. Und erzählt euch mal rein, wie das hier aussieht. Ja, der Tiger hat auch nichts gegen die Affen. Das ist schon mal sehr gut. Ach, guck mal, wie er auf mich wartet. Oh, du bist schon ganz schön knuffig. Dein Fell sieht so flauschig aus. Ah, ich will dich knuddeln. Na gut. Was ist das hier für ein Portal eigentlich? Oh. Da lasse ich mich doch gar nicht mal erst loopen hier. 32 Pfeile sind 32 Pfeile. Das sind 32 Tote. Das ist alles cool. Aber jetzt muss ich doch wenigstens, weil ich es letztes Mal nicht gemacht habe, muss ich doch eigentlich euch den Gefallen tun und auch mal mehr Takedowns versuchen jetzt hier. Scheiß auf langsam und gelassen. Das Problem ist, wenn man so einen im Nahkampf killt, passiert nicht allzu viel, weil ich sehe halt nicht, wohin mit mir dann. Wo ist denn, wo geht denn jetzt hier noch die Party? Ich höre sie schreien, aber ich weiß nicht, wo sie sind. Weiter oben wahrscheinlich. Hier ist schon wieder so ein Portal. Aber hier muss ich nicht hin, oder? Ich gehe trotzdem mal rein. Okay. Dreh die Moneymühle. Habe ich jetzt mega die Abkürzung genommen, oder? Das finde ich gut. Kann man ja auch nicht meckern, ne? Und jetzt? Was verbirgt sich dahinter? Ein riesiger Palast! Ein Tempel meine ich natürlich, kein Palast. Okay, wie komme ich denn jetzt hier am besten wieder raus? Muss ich wohl nicht irgendein Portal gehen, glaube ich. Gehe ich mal einfach durch das hier. Ach, da bin ich hergekommen. Okay, war, glaube ich, ein Scheißportal. Wow, okay. Wow, was ist da gerade passiert? Versuchen wir es doch einfach mal mit dem hier. Das ist der Tempel da. Komme ich da irgendwie hin? Das sieht nicht danach aus. Okay, nehmen wir nochmal ein anderes Portal. Ich gehe halt immer dann nach rechts. Moment, das ist jetzt aber schon wieder das, was wir vorhin benutzt haben, oder? Das kann ja nicht. Tatsache. Scheiße! Oh nein, die Portale verwirren mich mega. Okay, wo bin ich jetzt ausgekommen? Das ist nicht das gleiche, wie durch das ich reingekommen bin. Interessant. Was passiert, wenn ich da durchgehe? Komme ich trotzdem hier hin? Hey, Buddy, was geht ab? Okay, das verwirrt mich gerade megamäßig. Also, wenn ich durch das gehe oder durch das, es passiert genau das gleiche. Dann probiere ich mal durch das hier zu gehen. Ich komme auch wieder hier aus. Ich habe das Gefühl, dass ich jetzt alle durch habe. Also versuche ich es einfach anders.
Hier geht schon wieder so krass die Party, wie gesagt. Ich hab's euch versprochen, ich versuch's mal. Na? Oh nein, es ist einer von denen. Hä? Okay, der ist down. Gott, ich bin fast tot. Ich muss echt ein bisschen aufpassen. Holy shit, ey. Von wo werde ich denn noch beschossen? Egal, ich muss meinem Tiger helfen. Mein Tiger stirbt fast. Von irgendwo da hinten wurde ich noch beschossen, glaube ich. Kann's aber nicht sehen. Na gut. Wohin muss ich? Dahin muss ich. Da könnte hier der richtige Weg dafür sein. Irgendwo ist da einer. Ich sehe den nicht, aber... Lol, von hier wäre ich auch noch hingekommen. Einfach so. Na egal. Wir sind beim Eingang des Tempels gelandet. Null Problemo. Komm. Erreiche die Glocke der Erleuchtung. Nur mal auf, hier irgendwelche Leute zu beschwören. Oh Gott, es sind ja Hunde. Es sind aber keine richtigen Hunde. Es sind irgendwelche Scheißhunde. Ja, Mann, good job, mein Blatt. Was will ich denn jetzt hier? Captain Takedown! Captain Takedown! Endlich. Drei Getakedown, Leute. Darauf habt ihr doch nur gewartet, oder? Seht euch doch an. Du warst auch hier fleißig? Mr. Snizzles? Oder wie nenne ich ihn? Ich weiß es noch nicht. Ich habe immer keinen Namen für ihn gefunden. Das ist blöd. Ich könnte jetzt wieder in das Portal gehen. Ich habe irgendwie keinen Bock, ins Portal zu gehen. Deswegen benutze ich einfach mal die Seilrutsche. Guck, was passiert. Okay, wir kommen wieder bei Gegnern aus. Null Problemo. Das sind ja ganz schön viele Gegner. Ich meine, der braucht schon einen Bogen, ne? Easy. Scheiße! Hier oben ist auch ein Portal. Aua! Nein, uncool! Lass mich in Ruhe! Oh, wie sie alle jetzt hier auf mich schießen, da ist das mit dem Takedown schon wieder gar nicht mal so einfach, möchte ich mal ganz kurz sagen. Holy shit, die Dinger explodieren ja! Nein, da oben sind wieder so Feuertypis. Okay, jetzt gerade stehe ich hier vor Schwierigkeiten. Tatsächlich. Weil die mich alle aus der Ferne killen wollen. Mein Tiger ist tot. Das sind so die Probleme, mit denen man sich herumschlagen muss. Ja, genau, hol den Fall da mal wieder raus. Hier. Du bist einer von diesen Feuerspeier-Wichsern, ne? Kann ich dich eventuell mit Pfeil und Bogen töten? Aua, ich brenne jetzt schon, hä? Okay, das war die Nummer 1. Das war die Nummer 2. Holy shit, ey. Leck mich am Arsch. Mein T-Shirt brennt. Ihr trefft mich nicht und ich treffe euch. Was könnt ihr eigentlich? Weil ihr sterbt doch nicht, wa? Wie viele Schüsse haltet ihr denn aus, ihr Schweine? Ja, und jetzt verpisst du dich, wa? Ich könnte jetzt einfach schon mich um die Glocke kümmern, ne? Aber den werde ich jetzt auch noch wegmachen. Den nehme ich persönlich, oder? Weißt du was? Ich werfe meinem Tiger zum Fraß vor. Simaru! Weil er weiß überhaupt nicht, was ihn erwartet. Guck mal, jetzt kommt der Tiger von hinten und... Ah! Verdient, du Wichskopf. So, jetzt können wir uns um diese Glocke kümmern. Die ist, glaube ich, ein bisschen pissed. Hiermit bist du frei! Ja, Mann! Deine Ketten sind gelöst. Okay.
Ich habe einen Vogel gesehen. Ich hoffe, ihr habt auch einen Vogel gesehen, weil wenn nicht, dann... Dann leide ich unter Halluzinationen. Das wäre doof. Das war doch mal eine ganz unterhaltsame Mission eigentlich in Shangri-La. So, wo kommen wir denn jetzt wieder aus? Bei uns im Haus? Höhe, das reibt sich. In der Tat. Und damit haben wir schon das zweite Teil. Lass mich mal kurz gucken, wie viele brauchen wir denn? 3, 4, 5? 5 oder 6 würde ich sagen. Ich sag mal 5. 5 brauchen wir wahrscheinlich insgesamt. Die Fähigkeit Jägersmann wurde im Fähigkeitenmenü freigeschaltet. Das klingt doch gut. Ja. Verbessert die Stabilität des Bogens. Okay, bringt uns zwar nicht viel, aber holen wir uns trotzdem. Weil danach können wir Atemkontrolle leveln und dann haben wir wenigstens mal wieder was zum Leveln, wa? Da hängen wir ja echt ein bisschen hinterher, was das angeht. Apropos hinterherhängen, solche Bombenentschärfungsmissionen müssen wir auch machen für irgendwelche Fertigkeitsdinger. Und ich würde sagen, das machen wir einfach mal. Ich setze da den Wegpunkt hin und reise dahin. Ich glaube, das ist eine der Stützpunkte, wo ich am meisten hingereist bin. Kann ich mir vorstellen. Heute Abend haben wir unsere letzte große Aufnahmesession vor der Weihnachtspause. Und mit Weihnachtspause meine ich halt Aufnahmepause und nicht halt Veröffentlichungspause. Es wird weiterhin Folgen geben bei uns. Aber, wie erkläre ich das denn? Also, wir sind zu 6, endlich mal wieder seit Ewigkeiten. Und laut unserem Plan müssten wir Call of Duty spielen. Denn seitdem es uns gibt bei Pizmeet, haben wir eigentlich immer so einen Upload-Plan intern. So, dass wir wissen, 15 Uhr kommt entweder Worms oder Mount Your Friends oder Counter-Strike. Um 18 Uhr kommt Mario Kart, COD und TTT abwechselnd. Und, keine Ahnung, Far Cry 4 kommt um 18.30 Uhr und so weiter und so fort. Oh, ich muss die Menschen retten vor Raubtieren. Die Kamera ist schon wieder weg. Jetzt haben wir in letzter Zeit TTT und Mario Kart viel mehr aufgenommen als COD. Und ich glaube, das liegt unter anderem daran, dass wir innerhalb des Teams uns uneinig sind, was wir denn für ein CND spielen sollen. Die einen oder anderen sagen, MW2 ist halt immer noch das deutlich geilere. Die anderen sagen, nee, MW2 ist mittlerweile voll ausgelutscht. Ich will lieber Advanced Warfare spielen. Deswegen können wir uns da aktuell nicht so wirklich gut auf ein COD einigen. Das Geile ist, dass sich das genauso auch in der Community widerspiegelt. Dadurch, dass wir jetzt mit dem neuen COD auch mal angefangen haben, als es rausgekommen ist, reagieren die Zuschauer unterschiedlich. Wenn wir ein Advanced Warfare Video hochladen, gibt es einige, die in den Kommentaren schreiben, finde ich scheiße, ich will MW2 sehen. Und wenn wir MW2 hochladen, dann gibt es einige, die schreiben, finde ich scheiße, ich will COD Advanced Warfare sehen. Wir haben unsere Community gesplittet, indem wir beides gemacht haben. Und uns selbst noch gleich mit dazu. Dann schauen wir mal, was hier steht. Willkommen, meine Damen und Herren. Ich möchte Sie in Ihrem neuen Zuhause willkommen heißen. Es ist ein Ort der Fantasie und der Freude. Nehmen Sie sich, was Sie brauchen. Meine Männer versorgen Sie gerne mit dem Elixier Ihrer Wahl. Denken Sie daran, die von innen herausstrahlen werden in der Halle der Freuden oder in der Kammer der Ekstase belohnt werden von Nur. Aha. Okay, Nur, du bist ja eine Liebe. Oh. Das Wildschwein hier gerade den Typen gekillt. Die lassen sich aber auch... Ich meine, die haben eine AK. Und lassen sich von Wildschweinen abschlachten. Da muss man auch nicht mehr groß was zu sagen, oder? Oh nein, ich höre schon wieder einen Adler schnell ins Auto. Ich will nicht überfahren. Ach, genau, ich will nicht überfahren werden. Ja. Nein, ich will ja nicht vom Adler angegriffen werden. Das hatten wir diese Folge schon. Einmal reicht. Oder? Nein, hatten wir nicht. Oh mein Gott, es war, bevor ich nach Shangri-La gekommen bin. Warte! Geh nicht! Hey, ich gehe auch nicht. Wir haben nicht viel Zeit. Endlich bist du hier. Fängt ihr einfach an rumzuballern, der Spacko. Okay, was müssen wir denn machen? Bombenentschärfung. Die Royal Army hat ein Sprengkommando an einen Einsatzort in der Nähe geschickt, um zu verhindern, dass der goldene Pfad weiter nach Norden folgt. Begib dich dorthin und entschärfe die Bomben. Was kümmert es mich? Nur hat alle alten Kyrati-Schriften, die sie finden konnte, zerstört. Aber ein Mönch hatte noch welche versteckt und übergab sie dem goldenen Pfad. Und ich soll sie für euch abholen? Ja. Wenn nicht, sind sie verloren. Okay. Geh du doch. Okay. Ich wusste, du tust das Richtige. Hier sind die Koordinaten. Das muss man selber machen.
Wie weit ist denn das weg? 355. Hey, warum gehst du denn? Holy shit! Ey, das ist gerade wieder so mega typisch gewesen, oder? Ja, danke, hier sind die Koordinaten. Viel Erfolg. Ey, warum gehst du denn? Leute, wir werden zur Ziegelfabrik geschickt? Die gehört doch schon uns. Oh, what the fuck? Oh Gott, was ist denn hier passiert? Ja, kann ich auch. Lebst du? Ja. Und Spaß. Diese Armbrust. Ah. Lässt mich immer wieder ausrasten. Haben wir einen Plan? Irgendwie fahren wir nie. Oh Gott, wieso lenkt der nach rechts? Ich habe nicht mal nach rechts gelenkt. Ich glaube, wir haben einen Platten. Egal. Fahren wir ein bisschen schneller. Voll logisch, ne? Alle Bomben entschärfen, ohne bemerkt zu werden. Ach du heilige Scheiße. Aber die gehört doch eh schon uns. Wieso sind denn hier... Ach nee, Quatsch. Ich habe die ja nur zerstört. Wir haben die ja nicht übernommen. Oh, snap. Okay. Zeit für markieren. Ohne bemerkt zu werden heißt ja gleichzeitig, dass ich... Heißt ja nicht, dass ich nicht töten darf. Das heißt ja nur, ich darf halt nicht gesehen werden. Das kriegen wir schon hin. Vor allen Dingen, wenn die möglichst weit auseinander stehen. Dafür haben wir unser Werkzeug. War, ihr Lieben. Oh oh. Oh oh. Ist ja kein Problem, habe ich gesagt, ne? Noch sind wir nicht bemerkt worden. Ich glaube, das ist die faulste Art und Weise, wie man so eine Aufgabe machen kann. Einfach alle killen. Und dann wird man schon nicht bemerkt. Das war noobig von mir. Okay, du bist tot. Da oben ist noch ein Dicker. Jetzt nicht mehr. So, jetzt weiß ich natürlich nicht, ob wir die auf der anderen Seite auch in Alarm versetzt haben oder ob die da jetzt noch herumschwirren. Aber wir können jetzt zumindest schon mal anfangen, die Bomben zu entschärfen. Nicht wahr? Allerdings müssen wir dabei ein bisschen aufpassen. Denn jetzt will ich auch nicht mehr entdeckt werden. Das war um Haaresbreite aber auch, als ich da gerade in den Busch geschlittert bin. Da war einer schon sowas von kurz davor, mich zu entdecken. Bombe 1 entschärft. Scheiße, da leben echt noch welche. Okay. Und jetzt ist es sehr, sehr still. Zu still. Jetzt bin ich gerade echt ein bisschen unter Druck. Ist hier noch einer oder nicht? Ich weiß es nicht. Sieht nicht so aus. Ja. Wisst ihr, wer hier wieder unterwegs war? Der Sepp war krass unterwegs. Da haben wir wieder alle möglichen Bomben geplantet. Aber hat sich wenigstens nicht erwischen lassen. Jetzt muss ich sein. Wow. Holy shit. Achtet mal auf den Boden. Holy shit. Habe ich jetzt einen Knick in der Optik oder sieht das wirklich so aus? Als wenn sich der Boden verändern würde. Oh mein Gott, da wird mir ja schlecht bei. Oh mein Gott, das ist hier die ganze Zeit so. Ah, der Boden bewegt sich. Holy shit. Das ist strange. Einfach auf den Boden gucken. So. So, last but not least. Komm aus dem Gebiet. Darf ich immer noch nicht gesehen werden? Wobei, jetzt ist auch egal, als wenn hier noch einer ist. Das ist eine spannende Musik. Ha! Ich sehe da tatsächlich auch niemanden mehr. Bombenentschärfung erfolgreich abgeschlossen. Aber er sagt mir nicht, dass ich neue Fertigkeiten freigeschaltet habe. Musste ich das nicht irgendwie Bombenentschärfung? Ne, hier, der Granaten-Takedown kann man... Den kann ich schon lernen. Sehr gut. Und den kann ich auch schon lernen. Okay. Schlüssel nach Norden, bewaffnete Eskorte, Wahrheit der Gerechtigkeit, Schlüssel nach Norden. Ha!
Waren das bestimmte Waffen, wofür ich die Bombendinger machen musste? Ihr wisst das bestimmt. Ihr könnt mich doch bestimmt informieren, indem ihr mir in die Kommentare schreibt, oder? Das wäre ganz nett. Und da hinten ist auch noch eine Maske, die holen wir uns auf jeden Fall auch noch. Ich habe das Gefühl, dass wir am Anfang in dem Spiel häufiger... Oh Gott, Nashörner. Häufiger auf sehr, sehr hohem Gebiet waren. Und da hinten ist auch noch ein Tiger. Erstmal die Schredder rausholen. Die ist gegen Tiere halt einfach der Wahnsinn. Und viel mehr fliegen konnten. Oder vielleicht sehe ich einfach nur die Opportunities nicht mehr so krass. Ja. Ah. Ah, ein Adler! Wo ist er denn? Ah! Oh mein Gott! Was für ein dreckiger Scheißadler. Und jetzt ist ja auch noch ein Leopard, oder? Ein Leopard! Wo ist der im Haus? Jetzt nicht mehr. Mensch, ey! Ist man ja Zustände hier. Das Ding sehr gut. Das will ich schon mal. Und jetzt suchen wir noch die. Jetzt suchen wir noch die Maske. Oh, hier gibt's auch Text wieder. Vorsicht! Es ist streng verboten, ohne meine Erlaubnis Alkohol herzustellen. Das ist nicht Deplurs Territorium und illegale Alkoholproduktion wird nicht toleriert. Jeder, der bei der Herstellung oder Verbreitung von Alkohol oder anderer verbotener Waren erwischt wird, wird umgehend zu Shannat Arena gebracht als Erinnerung daran, warum man sich nicht mit mir anlegen sollte. Guck mal, was wir hier über den Charakter von Nur alles lernen, nachdem sie tot ist. Das Spiel hat wahrscheinlich vorgesehen, dass man diese Nebenaufgaben macht, bevor man in der Hauptstory so weit vorangeschritten ist. So, wollen wir jetzt kurz konzentrieren. Wo ist die Maske? Hier ist es sehr laut. Ist die vielleicht sogar draußen? Ah! Tatsache. Willst du den eigentlich so betrauern, während er da noch so gegen die Wand gelehnt chillt, so mit der Nase gegen die Wand kommt? Willst du das wirklich? Ich würde mir das ja überlegen. So, meine Lieben, dann haben wir heute zwar keine Hauptmission-Story gemacht, aber sind trotzdem ein bisschen rumgekommen. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß beim Zuschauen. Ich danke euch vielmals fürs Zuschauen und für euer Engagement. Wir sehen uns vielleicht morgen wieder um 18:30 Uhr bei Let's Play Far Cry 4 mit mir, dem Pete. Haut rein.